Servus und willkommen zu einer neuen Folge Jagged Alliance 2. In der letzten Folge haben wir den Angriff auf Sektor P3 durchgeführt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir in der letzten Folge angefangen haben oder ob das schon die vorletzte Folge war. Auf jeden Fall, wir greifen hier weiter an und haben hier schon so ein Loch in die Mauer geballert. Und hier laufen gerade die Gegner allesamt schön raus. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob wir die ordentlich hier wegballern können. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 4 Leute haben eine Unterbrechung, okay. Das sollten wir also auch mit normalen Schüssen schaffen. Wow, 48, wunderbar. Ich würde sagen, das speichern wir einfach mal. Ja, das war doch sehr, sehr nice. Da kann man absolut nicht meckern. Die Scope ist schon eine sehr, sehr gute Frau. Jo, und jetzt gucken wir mal, ob hier noch Gegner rausgelaufen kommen. Ansonsten müssen wir uns langsam mal reinarbeiten. So, alles klar. Ich habe gerade was gehört. Okay, scheinbar kommt jetzt noch jemand. Dann warten wir ganz kurz. Also ich hoffe zumindest, dass jetzt einer kommt. Wir können derweil mal gucken, ob wir, was wir noch an Laws etc. haben. Shank hat eine. Carlos hat gar keine. Konrad hat noch 2, okay. Dynamo hat noch eine und ordentlich Mörser. Nee, sogar 2, okay. Vielleicht sollten wir Dynamo mal auch so nach vorne holen. Aber am besten hier am Rand entlang laufen. Dass wir da nicht in irgendeine Mine oder so reinlaufen, die ja hier so ungefähr in der Gegend platziert sind. Da sind wir letztes Mal schon, oder vorletztes Mal mit Sinan reingelaufen. Also das tut schon ordentlich weh. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Dynamo gesehen wird, wenn er hier vorbeiläuft. Weil hier haben wir auch ein Loch in die Wand vom Palast geschlagen. Also nicht nur in die Mauer, sondern hier wirklich in die Wand. Dementsprechend könnten wir hier auch direkt reinmarschieren ins Haus. Ins Anwesen von Dade Runner. Ich würde sagen, könnte nützlich sein. Okay, er hat schon ein bisschen was gefunden. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier irgendwas sehen können. Wir werden jetzt wahrscheinlich über den Haufen geschossen, aber ich laufe jetzt einfach einen Schritt vor. Hier ist es. Ja. Ich wusste doch, eiskalt, dass sie nicht allzu weit sein konnte. Okay, das ist ziemlich blöd. Dann muss ich mal gucken, wie wir das regeln. Die Frage ist, ob wir da reinmörsern können. Oder reinschießen von hier hinten oder so, wo wir noch nicht gesehen werden. Gut, laden wir nochmal fix neu. Das ist schon knackig, Freunde. Das ist schon knackig hier. Müssen wir mal gucken, ob wir hier vorbeikommen. Wobei, Dimitri wird nicht gesehen. Das heißt, es könnte im Prinzip hinhauen, dass wir uns so neben Dimitri stellen. Und einfach mal reinballern. Ich habe gerade was gehört. Süden, okay. Ich will das jetzt einfach machen. Einfach so. Okay, ein Schrei sehr laut von Südwesten. Okay, okay, okay. War es das wert? Ich weiß es nicht. Also wir haben auf jeden Fall einen Gegner getroffen oder sogar mehrere, aber vielleicht sollten wir schauen, dass wir uns durch den Haupteingang durcharbeiten. Ich würde mal sagen, Dynamo darf mal dahin laufen. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein Loch in dieses Tor schießen können. Mal gucken. Was hat der fallen gelassen? Das können wir auch kurz aufdecken. Hier ist was. Machete und Mini-Raketen. Okay, also unsere Raketengewehre können wir bedenkenlos benutzen. Wir haben jetzt durch den Sektor wirklich fast unendlich Munition. Kann Dynamo vielleicht mal direkt hier vorlaufen? Dann schauen wir mal. Vielleicht befindet sich ja hier auch noch ein Gegner. Ja, tatsächlich. John, würde ich sagen, wir schießen mal das Tor auf. Und vielleicht kommt die Lady ja mal rausgelaufen. Vielleicht hätte ich da hinten dieses Loch in den Zaun gar nicht, in den Zaun sage ich schon, in die Mauer machen müssen. Das wäre vielleicht klüger gewesen, wenn wir hier durchgelaufen wären. Was hat dieses Geräusch gemacht?
Ich wusste. Ja, ja, ist ja kein Problem. Der ist eh schon tot, oder? Nee, fast, okay. Okay. Übler Grafikfehler hier, aber ich glaube, wir kommen da durch. Und es wurde wohl einer getroffen. Wunderbar. Na, das gibt's doch nicht. Ist da jetzt tatsächlich einer rausgelaufen? Nee. Doch, tatsächlich. Wow, er wurde sogar getroffen. Alles klar. Raketen. Oh, jetzt hätte ich das gar nicht aufheben brauchen. Ich bin doch ein Vollhorst. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, Dynamo darf sich hinlegen. Hat nicht mehr genug Aktionspunkte. Okay. Jetzt mal schauen. Vielleicht Magic. Yes. Oder Cliff. Aber die sind beide nicht so toll. Wenn jetzt von da einer angelaufen kommt, dann gibt es wahrscheinlich Ärger. Naja, mal abwarten. Mal abwarten. Im Prinzip könnte Cliff seine Waffe an Magic weitergeben. Immer schön im Hinterkopf behalten. Oh, natürlich hat er keinen Platz, das ist ja typisch. Wir nehmen jetzt hier die Munition raus und legen das scheiß Raketengewehr auf den Boden. So, einmal an Magic weitergeben, sehr schön. Dann kann Magic das auch wunderbar benutzen. Das können wir da schon mal draufpacken. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wollen wir mal mit Sinan ein bisschen vorlaufen? Vielleicht kriegen wir ja die Unterbrechung, das kann man nie wissen. Da ist was. Okay, wir sehen schon einiges. Mal gucken. Ich habe gerade was gehört. Na, Wahnsinn. Zeit, den Müll rauszubringen. Also hier werden wir nicht durchkommen. Wobei, Sinan hat nicht viel kassiert. Das könnten wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Und einfach mal reinmarschieren. Also hier so hin. Das sollte von den Aktionspunkten auf jeden Fall reichen. Na, aber eine schicke Bude hat die liebe Deadrunner. So, wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Das Blöde ist, Sinan hat auch nicht mehr allzu viele Aktionspunkte. Ich speichere jetzt einfach mal. Weil wir haben nicht viel kassiert. Okay, jetzt sehen wir ihn nicht. Nee, so richtig, richtig viel Gegner sind hier nicht mehr. Sie haben sich verkrochen. Zeit, den Müll rauszubringen. Okidoki. Treffen wir jetzt vielleicht? Ja, das war gar nicht so übel. Ja, wunderbar. Das kann ich soweit akzeptieren. Wenn jetzt hier keiner um die Ecke gelaufen kommt, dann war das auf jeden Fall schon mal ein guter Schachzug von Sinan. Oh, fuck. Der sieht uns wahrscheinlich. Nein, tut er nicht. Okay, dann würde ich sagen, ballern wir da eiskalt mal hier mit dem Raketengewehr in seinen Kopf. Ich hoffe, wir treffen. Ja, eiskalt. 51. Wenn ich nicht bald nachlade. Schauen wir mal, ob er uns trifft. Nein. Okay, und der läuft weg. Prima. Ich habe gerade was gehört. Prima, prima, prima. Wer oder was hat dieses Geräusch gemacht? Jetzt bin ich mal gespannt, ob von hier oder von da vorne jemand kommt. Wir werden jetzt erstmal eiskalt nachladen. 13 wird wahrscheinlich nicht reichen. Vielleicht reicht es zum Flüchten gleich. Aber wir könnten schon eine Unterbrechung bekommen. Also da bin ich einigermaßen zuversichtlich. Okay. Speichern wir nochmal. Ich habe gerade was gehört. Ich glaube nicht, dass wir bereits an... Ich habe gerade was gehört. Na, das wäre schön, wenn er uns jetzt hier vor die Flinte läuft. Naja, wir sehen ihn nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Ganz dreist. Okay, da ist erstmal keiner. Da ist auch erstmal keiner. Alles klar. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist böse. Das ist böse. Fuck, wie machen wir das? 13, 7. Das wird nicht reichen. Wir müssen jetzt pokern. 11. Okay, und 9. Alles klar. Alles klar. Alles klar.
Und jetzt nur hoffen, dass da kein Gegner rauskommt. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Jetzt warten wir hier einfach, da dürfte eventuell einer rauskommen. Na, wie schaut's aus? Wir können eigentlich da derweil mal voll machen, okay. Hm. Zeit, den Müll rauszubringen. Alles klar. Kopf treffen wir auf jeden Fall dann. Ich weiß nicht, ob ich speichere. Ich speichere jetzt einfach. Wir können ja im Rennen- und Dingsmodus flüchten. Da ist was. Okay, das war gar nicht mal so übel. Oh, und sie hat nicht getroffen. Wahnsinn. Na, 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 na. Das ist doch der helle Wahnsinn. Und er trifft eiskalt. Das ist... Hm. Gut, also gespeichert ist hey, dann... Hey, ich bin vielleicht gut. Ja, ja. So, einmal in den Kopf mit... Wir machen es jetzt mal mit, versuchen wir das hier mal mit 9. Was okay, ist das? Dann einmal speichern und mit 10. Alles klar, wunderbar. So geht's auf jeden Fall. Und hier vorne blutet scheinbar einer. Ach, das war der, den wir da angeschossen haben, glaube ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Üble Scheiße. Gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal mit 9. Dann können wir uns vielleicht noch hinlegen. Okay. Legen wir uns mal hin. Wobei das, glaube ich, nichts bringen wird. Weil er uns ja von dort sieht. Oh doch, das hat sogar was gebracht. Okay. Lasst uns einfach rumballern, bis diese feigen Ärsche aus ihrem Verstecken gekrochen kommen. Okay, da ist jetzt erstmal keiner. Hm. Interessant. Interessant. Was ist das? Interessant. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay. Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so einen anderen Safe und überschreiben nicht den... Na, probieren wir es mal mit 10. Okay, und ja, alle raus. Okay. Hier sind noch welche. Na, Wahnsinn. Ja, das war ziemlich blöd von mir. Vielleicht sollten wir da auch mit 2 Leuten reinlaufen. Ach so, nee, das war ja der andere Safe. Da, sorry, da müssen wir nochmal ganz kurz den anderen laden. Und zwar... Wobei, von hier geht das eigentlich auch. Nee. Das ist doch der helle Wahnsinn. Gut, so wird das erstmal nichts. So wird das erstmal nichts. So wird das erstmal nichts. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Laufen wir mal hier hin. Speichern hier hin. Niemand. 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 Okay, wenn wir jetzt hier vor das Fenster laufen, werden wir wahrscheinlich wieder angeschossen. Zeit, den Müll rauszubringen. Nein, okay. Dann einmal mit 9 in den Kopf. Oh, Wahnsinn, Sinan. Na. Sinan braucht auf jeden Fall mehr Raketen. Okay, dann können wir uns auf jeden Fall nochmal hinlegen. Das ist gerade ziemliches Kamikaze, was ich hier mache, wenn ich ehrlich sein soll. So, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, sind wir tot. Was ist das? Nein, sind wir nicht. Der ist scheinbar geflüchtet. Na, Wahnsinn. Aber er hat uns nicht getroffen. Jetzt hat er uns getroffen. Und flüchtet, alles klar. Ich habe gerade was gehört. Vielleicht sollten wir von hier reinlaufen. Wobei das natürlich allein total bescheuert ist, aber... Hm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wir das hier richten. Da ist was. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, da vorne ist einer. 96, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, einmal hier hin. Da ist was. Und kurz warten. Leider hat er keinerlei Raketen, sondern nur das Gewehr. Vielleicht können wir das aufheben.
Okay, heben wir mal das Raketengewehr auf. Dann können wir vielleicht die Munition rausnehmen. Ja. Das ist ja wie Weihnachten. Packen wir mal hier hin, das können wir wieder hinlegen. Und einmal dahin. Okay, wir werden erstmal nicht gesehen. Wunderbar. Vielleicht sollten wir die anderen mal nachrücken lassen. Okay. Okay, immer noch safe. Immer noch safe. Immer noch safe, wobei jetzt hier wahrscheinlich die Tür offen ist. Ja. Zeit, den Müll rauszubringen. Alles klar. Was ist das? Oh fuck, ich wollte ihm eigentlich in den Kopf schießen. Aber gut, das ging gut, aber wir werden jetzt wahrscheinlich von hier angegriffen. Na, wie schaut's aus? Okay, dann nochmal speichern. Also Sina macht das hier echt im Alleingang, Wahnsinn. Sie haben sich verkrochen. Zeit, den Müll rauszubringen. Einmal in den Kopf. Wahnsinn. Sehr schön. Aber jetzt haben wir keine Munition mehr. Hab dich. Müssen wir mal gucken, dass wir noch nachladen können. Aber das geht ja nur im Echtzeitmodus. So, jetzt wirklich hoffen, aber so richtig hoffen. Passen auf. Nicht alle Soldaten dort. Okay, 3. Dann vielleicht wirklich nochmal extra speichern. Und mal gucken, was der da draußen macht. Oh, Wahnsinn, Zeit, okay. Den Müll rauszubringen. Ja, alles in Ordnung, das packen wir schon. Da mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. So, Cliff hat extrem viele Raketen. Vielleicht sollten wir den auch mal reinholen. Dass er so ein bisschen Nachschub für Sinan besorgen kann. Hm, wir werden jetzt einfach mal hier reinlaufen. Und mal hier so Richtung Tür laufen. Okay, da sehen wir schon einen. Einmal in den Kopf. 48. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Raketen. So wird das nix. Ich würde sagen, wir holen Cliff rein. Nachdem wir Sinan ein bisschen in Deckung geschickt haben. Hier so hin. Diese Idiots könnten auf die Idee kommen, sich wieder zu sammeln. So, Cliffy. Da ist was. Zeig, was du drauf hast. Oh, da sind Mini-Raketen. Dann brauchen wir Cliff vielleicht gar nicht. Laufen wir da mal hin. Wunderbar. Dann machen wir hier mal voll. Gibt es hier noch irgendeine Tür, die ich nicht sehe? Nee, aber da sind nochmal Raketen. Dann nehmen wir die natürlich an uns. Okay, da hinten verblutet der eine immer noch. Hm, wir müssen irgendwie ihn hier kalt machen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das anstellen sollen, aber... Mal gucken, ob wir da hinkommen. Da ist was. Okay. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay. Sehr schön. Das ist mal Schaden, so wie ich ihn haben möchte. Na, okay, einmal speichern. Und es läuft gar nicht mal so übel. Die Armee ist immer noch da. Dafür, dass wir hier wirklich solo durchlaufen. So, mal gucken. Nee. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, alles klar. Einmal in den Kopf. Wunderbar. Sehr schön. Gott sei Dank ist hier hinten keiner. Vielleicht ist hier in dem... Nee, scheint auch nicht so zu sein. Dann schauen wir mal. Dann können wir uns jetzt eigentlich um den da draußen kümmern. Die Armee ist immer noch da. Wie viele Kills hat Sinan eigentlich schon? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der ist ja hier only am Töten. 324. Wahnsinn. Alles klar. Alles klar, alles klar. So, wie gesagt, Sinan schicken wir jetzt einfach mal hier so rum. Ganz wild. Für dein Eindringen wirst du bestraft. Oh, okay. Können wir noch mit ihm reden? Für dein Ein... Schade, dass du die Haare nicht so gut kennst wie ich. Okay. Das ist alles, was... Können wir den armen Elliot... sollen wir den töten? Nee, wir lassen den. Der darf leben. Der ist eh schon gestraft fürs Leben. Das ist der Wahnsinn. Da ist was. Okay, hier ist auch erstmal keiner. Dann nehmen wir die Raketen natürlich auch an uns. Ich habe gerade was gehört. Nordosten, okay. Das kann natürlich sein, dass das Elliot war. So, machen wir die mal voll. Alles klar, dann. Laufen wir, glaube ich, nochmal raus. Dann kümmern wir uns um den, der da draußen vor sich hin blutet. Müssen wir ihn nur finden. Nee, hier ist er nicht. Zeit, den Müll raus. Oh, da ist er. Alles klar. Dann einmal in den Kopf. Sehr schön.
Nee, also wirklich, Sinan macht das hier alleine. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Na, ich weiß doch, was er drauf hat. Dementsprechend wir ist das... noch nicht alle. Zwar, wie gesagt, ein bisschen Kamikaze-like, aber der Sinan, der macht das schon. Und jetzt haben wir schon wirklich die, das halbe Haus aufgedeckt. Das hier in der Mitte wird nochmal übel. Südosten, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch vorfinden. Ich würde sagen, Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, können wir nochmal ungezielt treffen? Nein, können wir nicht. Nochmal. 42, okay, der wird uns wahrscheinlich über den Haufen schießen. Ja, tatsächlich. Dann auf jeden Fall nochmal neu laden. Vielleicht ein bisschen gezielter schießen. So, einmal laden. 20 haben wir, gell? Dann machen wir das wieder mit 11 und mit... Okay, und mit 9. Wow, sie lebt immer noch. Und trifft uns. Das ist doch der Wahnsinn. Sie bringt uns sogar um. Das, was wir nicht geschafft haben. Gut, dann werden wir das anders machen. Und zwar schieße ich hier jetzt einmal richtig krass in den Kopf und dann werden wir uns mal verziehen. 36, okay. Und dann laufen wir mal hier so hin. Und dann schauen wir mal. Alles klar, dann drehen wir uns mal in diese Richtung, falls da jemand kommen sollte. Lass uns einfach umballern, bis diese feigen Ärsche aus ihren Verstecken gekrochen kommen. Ich habe gerade was gehört. Zeit, den Müll Alles klar, dann einmal in was den Kopf. Das? Wunderbar. Und da sind schon wieder Raketen. Also an Raketen mangelt es uns in dem Sektor echt nicht. Hat satt, den Narr zu jagen. Da kann ich mich absolut nicht beschweren. Die hässlichen Hälse bald genug hochrecken. So, mal gucken. Zeit, den Müll rauszubringen. Och, jetzt habe ich mich verklickt, sorry. Mist, ich bin immer so, klickwütig. Das ist der Wahnsinn. So, einmal dahin. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, wie schaut's aus? Kriegen wir die mit 2 Schüssen tot? 63, das schaut schon mal gut aus. Okay, alles klar. Okay. Muss passen auf. Okay. Nicht alle Soldaten dort. Da ist was. Sie hat aber keine Raketen dabei. Gut, dann schauen wir mal hier um die Ecke. Hier scheint auch erstmal keiner zu sein. Laufen wir noch ein paar Schritte vor und dann speichern wir nochmal und dann schauen wir nochmal hier um die letzte Ecke. Und ansonsten werden wir uns mal hier in diesen Raum begeben. Was ist denn hier hinten für ein Raum? Müssen wir auch mal auskundschaften. Gut, der einzige Eingang zu diesem Raum ist wohl... Was ist das da? Keine Ahnung. Aber von hier kommen wir auf jeden Fall gut rein. Das heißt, wir schauen erstmal in diesen Raum hier rein. Machen nochmal fix unser Raketengewehr voll. Dieses Ding reißt euch... Ja, das ist ja kein Problem. Die kannst du ja entschärfen. Alles klar. Und kannst du sie auch aufsperren? Wir hatten ja einen Schlüssel gefunden. Nee, okay, dann... Kommen wir von hier ran? Ja, dann versuchen wir das mal von hier. Da können wir auf dem Weg hier noch die Raketen mitnehmen. So, einmal hier hin. Erste-Hilfe-Kasten ist eigentlich auch nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Wir hatten ja eh in den letzten Folgen immer so wenig davon. Aber gut, im Prinzip fehlt echt nur noch der Raum hier und dieser große Raum hier hinten. Mal schauen, ob wir hier reinkommen. Ansonsten holen wir uns Magic ran. Der dürfte das ja mit seinem Schlosser-Kit aufbekommen. Okay, alles klar. Tatsächlich. Und es scheint erstmal keiner hier zu sein. Da sind noch ein paar Schränke. Die werden wir später aufmachen. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier durchkommen, einigermaßen Ding reißt euch. Lebendig. Okay, erstmal nicht. Dann auf jeden Fall mal Magic ranholen. Der ist zwar arg verletzt, aber der packt das schon. Ich glaube, wir können hier inzwischen auch trampeln. Es sind ja eh nicht mehr viele Gegner hier. Eigentlich könnte Static auch mal rankommen. Dann können wir uns wenigstens mal anschauen, wie viele Gegner hier sind. Beziehungsweise, es sollten eigentlich langsam mal alle rankommen. Dynamo kann das mal weg und sich eine Frische in die Hand nehmen. Kann ja sein, dass wir das gebrauchen können.
Scope auch einmal aufrichten und dann dürft ihr hier auch mal reinkommen. Und zwar hier mal ins Wohnzimmer. So, Static, einmal dein Gerätchen benutzen. Okay, hier sind extrem viele Gegner drin und hier ist scheinbar keiner mehr. Alles klar, dann. Einmal Magic zur Tür, bitte. Und dann schauen wir mal, ob wir das aufgesperrt bekommen. Fuck you. Nein. Fuck you. Nein. Fuck you. Das könnte schon sein, dass die Türen hier gesichert sind. Also, dass wir die nicht aufbekommen. Weil das ist ja der letzte Sektor. Yo. Wow, ging sogar. Okay, dann darf da mal Sinan reinschauen. Aber ich glaube, da ist keiner mehr. Das hätte ja unser Röntgengerät angezeigt. Da geht's übrigens runter. So als kleiner Spoiler schon mal. So, hier hinten ist wahrscheinlich auch zugesperrt. Nee, ist sogar offen. Alles klar. Okay, hier ist das Schlafzimmer. Da dürfte ein bisschen Geld und sowas drin sein. Oh, und hier Badezimmer. Und durch den Kamin kommt man nicht rein, okay? Ah, die hat's hier echt gut. Also Riesentoilette, Riesenbad, sogar mit Statue. Mal gucken, vielleicht finden wir in ihren Schränken irgendwas. Außer die Sus. Okay, zumindest schon mal kein Geld. Da auch nicht. Na, die scheint zu Hause nicht allzu viel zu haben. Machen wir hier mal alles auf. Das geht ja flott. Also entweder hat sie das Zeug schon alles gesichert irgendwo in ihrem Bunker, oder? Die Frau ist gar nicht so reich, wie man glaubt. Okay. Ja, dann werden wir uns wohl oder übel hier durcharbeiten müssen. Dann darf Static hier nochmal die Tür aufmachen. Okay. 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 Scheint nicht wirklich zu klappen. Das ist pur. Hm. Ja gut, dann lassen wir es. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben ja hier schon einen Durchgang. Okay, wie gehen wir in diesen Raum rein? Die werden uns wahrscheinlich komplett wegballern. Haben wir noch Rauchgranaten? Haben wir. Dann einmal Scope, einmal Sinan. Schaffen das die beiden? Wir holen uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen Raketen von Cliff. Mini-Raketen, panzerbrechend. Wir bräuchten vielleicht mal was von den Hochexplosiven und Panzerbrechenden. Nee. Wer hatten die? Darf Static auf jeden Fall auch mal mitkommen. Wir hatten die Munition mit dem Hochexplosiv. Okay. Shank hätte eine. Okay, Miguel hätte auch eine. Dann geben wir das mal Miguel. Carlos hätte auch eine. Nee, das ist nur Hochexplosiv. Okay. Spider hätte auch noch Hochexplosiv und panzerbrechend. Okay. Dann darf sie das auch mal Miguel geben. So, da kriegen wir vier hin. Hochexplosiv, panzerbrechend. So. Hä? So, jetzt müsste es passen. Aber habe ich gerade was verpeilt? Hochexplosiv und panzerbrechend? Ach, das waren nur die normalen Hochexplosiven. Okay, hat sich MadDog noch irgendwas? Nee. Was ist das? Das ist nur hochexplosiv, gell? Genau. Ja, dann reicht das erstmal. Dann darf Miguel mal hier vorkommen. Und dann geben wir die Munition erstmal an Sinan. Und natürlich auch an Scope. Die hat ja... Oh, die hat sogar in ihrem Raketengewehr, glaube ich. Hochexplosiv und panzerbrechen, tatsächlich. Okay. Na, Miguel, du kannst eigentlich aus dem Stealth-Modus raus. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja, da ist er schon ordentlich flott drauf. Okay. Dann einmal hier hin. Sinan ist überladen, okay. Die Munition können wir jetzt mal ablegen. Sinan hat sogar auch noch Rauchgranaten. Wahnsinn. Das geben wir mal weiter an Scope. Okay, das passt. Dann
kannst du dann hier mal die Munition bekommen. Wobei das, glaube ich, immer noch zu schwer ist. 106%, okay. Die Drahtschere. Ich glaube, das schafft Sinan soweit. Scope darf mitkommen und Static darf auch mitkommen. So. Okay, ich würde sagen, wir sind soweit eigentlich ready. Laufen wir mal hier vor. Und da müssen wir mal gucken, wie wir hier in den Raum reinkommen, weil da sind brutal viele Gegner drin. Das hat uns ja Scopes Röntgengerät gerade gezeigt. Mal gucken, vielleicht hier den Eingang mit Rauchgranaten voll machen. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Ich bin ja so ein Jacked Alliance Noob. Gut, ich würde sagen, Sinan darf direkt mal damit anfangen. Keine Ahnung, wie dicht das sein muss. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich glaube, ein bisschen müssen wir schon noch warten, oder? Ach, wir kommen da gar nicht rein. Okay, vielleicht sollte das auch Magic aufmachen. Ob er das schafft, ich weiß es nicht. Er darf jetzt einfach mal angelaufen kommen. Wobei das natürlich ein bisschen risky ist hier. Weil sobald die Tür offen ist, werden die alle auf ihn draufschießen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das überhaupt hinbekommt. Aber davor natürlich einmal den Aufnahmeende safe. Und hier wird es dann morgen weitergehen. Mal schauen, wie viele Folgen wir noch brauchen. Ciao!